Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von forexhome.de. Das ist die Videoanalyse des Tages und wir schauen uns heute nochmal den US-Dollar an am Vortag der NFP-Bekanntgabe. Aber wie immer am Anfang erstmal die Risikowarnung. Natürlich werfen wir auch zum Anfang gleich nochmal einen Blick in den Wirtschaftskalender, nochmal kurz auf das britische Pfund. Wir hatten ja heute den geldpolitischen Ausschuss bzw. die Ergebnisse der Abstimmung und wie erwartet haben eben hier nicht zwei für den Anstieg gestimmt, sondern nur einer. Mich wundert es, dass überhaupt einer gestimmt hat, weil es eigentlich keine fundamentale Grundlage dafür gibt. British Pfund allgemein sofort reagiert. Wir sehen überall Abverkäufe, aber man muss natürlich dazu sagen, der Ball bleibt im Spiel. Ja, hat trotzdem einer für Anstieg gestimmt und das ist nun mal innerhalb der letzten Monate eine starke Veränderung. Selbst der eine. Und das ist, da auch Carney ja das ins Spiel gebracht hat, die Leitzinsanhebung, wird das schon wie ein Damoklesschwert über den britisch Pfund Bären schweben. Und jetzt müssen wir erstmal schauen, was das britische Pfund in allen Währungspaaren jetzt mit der jeweils anderen Währung bzw. mit den Supports macht, ob die zerpflückt werden. Und dann können wir uns auch auf die Short-Seite stellen und das Ganze weiter traden. Momentan noch keine wichtigen Supports gebrochen, endgültig oder nachhaltig, das muss man wirklich dazu sagen, deswegen noch Vorsicht. Aber zum eigentlichen Thema der Videoanalyse des Tages, der US-Dollar. Morgen wird es spannend natürlich, wir bekommen die NFP-Daten, die Non-Farm Payrolls. Die ADP-Zahlen gestern, die waren wirklich sehr schlecht, schlechter als erwartet und das hat sich im US-Dollar aber nur kurzzeitig widergespiegelt. Ja, war jetzt nicht der große Abverkauf, den man sich da vielleicht hätte vorstellen können, aber liegt vielleicht auch daran, dass gerade die Big Player das durchaus einzuschätzen wissen, was ich auch in der letzten Analyse bereits gesagt habe und niedergeschrieben habe, dass eben diese ADP-Zahlen mit äußerster Vorsicht zu genießen sind, da sie ein verhältnismäßig kleines Spektrum widerspiegeln, nämlich nur so um die 400.000 Datensätze und die NFP-Zahlen sind ja da weit umfangreicher. Auf jeden Fall haben wir hier 14:30 Uhr vor 9 Minuten etwa die Anträge auf Arbeitslosenhilfe aus den USA bekommen, die ein wenig weniger als erwartet, aber immer noch mehr als das letzte Mal, muss man immer wieder ein bisschen in Relation setzen. Das heißt, im US-Dollar Schweizer Franken, unser Dollar-Index quasi, den wir hier so im MetaTrader handeln, steht momentan einem sehr, sehr starken Widerstand, knapp unter der Parität bei ca. 0,9850. Hier haben wir eine Kombination aus dem aufwärtsgerichteten Trendkanal und der abwärtsgerichteten Trendlinie, eine schöne Clusterzone und hier wird sich eben zeigen, ob er drüber kommt oder eben nicht. Potenzial hat er auf jeden Fall hier nochmal auf die Short-Seite zu wechseln, möglicherweise in den Bereich hier dieser unteren Trendkanalbegrenzung bzw. bei diesem letzten Widerstand. Wir hatten eine schöne Long-Order getätigt, das war am Freitag letzte Woche, da hatte ich ja noch auch die Videoanalyse des Tages gemacht über den US-Dollar. Der hing ja gerade hier unten, da hatte ich gesagt, Vorsicht, Vorsicht, noch kein Tagesschlusskurs. Letztendlich ist er wieder hoch, hat den Retest gemacht und man konnte hier sauber einsteigen. Fehlausbruchssignal 200 Pip in die Höhe traden. Ja, wie gesagt, momentan befindet er sich jetzt eben an der Trendkanal- oder an der oberen Trendkanalbegrenzung. Leicht schon drüber, muss man sagen, hier auf H4-Basis und da stellt sich natürlich die Frage, wo das Ganze hier hingehen könnte. Und da muss man ganz klar sagen, wir kommen hier gleich an einen massiven Widerstand hier, diese abwärtsgerichtete Trendlinie aus dem Wochen- bzw. Monatschart im Bereich der Parität und im Bereich dieser oberen Range-Begrenzung. Ja, wir haben hier diese ca. 1300 oder 1400 Pip große Range, die hier schon seit einigen Jahren vorherrscht und jetzt gilt es eben diesmal auszubrechen und das könnte eben im Zuge einer Leitzinsanhebung passieren oder im Vorfeld dessen, in Erwartung dessen, ist vielleicht lieber so formulieren, momentan aber noch nicht durchgebrochen und dementsprechend jetzt heißt es erst einmal warten und es ist. Man muss hier ein bisschen vorsichtig sein, wenn er jetzt hier eben hier ausbricht. Ich bin ja sowieso kein Freund von Ausbruchstrades, aber wenn er diese Trendlinie wirklich imstande ist zu brechen, beispielsweise jetzt im Zuge der NFP-Zahlen auch heute noch, dann könnte ich mir vorstellen, dass wir erstmal bis zur Parität laufen, dort aber nochmal auf Widerstand stoßen und vielleicht in den Retest übergehen, in Kombination mit dieser abwärtsgerichteten Trendlinie und der aufwärtsgerichteten
unteren Trendkanalbegrenzung. Das wäre dann eine schöne Clusterzone hier circa bei 0. Was haben wir hier dann ungefähr? 0,97, 70, 0,97, 80, 0,98, sowas in der Richtung. Müssen wir dann nächste Woche schauen. Auf jeden Fall interessantes Ausbruchsniveau. Und in diesem Zusammenhang natürlich der Blick auf den Euro gegen den US-Dollar. Wir haben fast das letzte Drittel erreicht dieser Wimpelformation und befinden uns hier an starken Unterstützungsbereichen bzw. knapp oberhalb der vermeintlichen unteren Wimpelbegrenzung. Im Daily-Chart wird das Ganze noch ein bisschen deutlicher. Wir sind jetzt hier am letzten Widerstand jetzt auch nochmal Short abgeprallt und er kann sich hier nicht wirklich stabilisieren. Er geht hier wieder in die Korrektur über und dementsprechend erstmal weiterhin das Ziel bei ca. 1,080. Wir können ja mal reinschauen, wie die letzten beiden Analysen oder beziehungsweise die letzten beiden Einstiege sich entwickelt haben, beziehungsweise wie sie überhaupt entstanden und geplant worden sind. Zum einen natürlich der Einstieg bei 1,11, darüber hatten wir bereits gesprochen, dass er hier also sich hier stabilisieren konnte, beziehungsweise an diese Trendkanaloberkante geraten ist. Und ja, der hat natürlich schon lange Break-Even beziehungsweise in den Gewinn gezogen und der jüngste Einstieg hier in diesem Bereich auch relativ knapp gestoppt. Denn ja, ich habe es hier oder ich habe mich hier an den an diesen Spikes orientiert, diese beiden hier, beziehungsweise an den letzten Widerstanden, die sich hier entwickelt haben, in Kombination mit dem H4 50er, 55er EMA und habe das Ganze hier mit ungefähr 30 Pip Stop-Loss gestoppt. Und das Ziel liegt jetzt hier, wie gesagt, bei 1,080, ungefähr 100 Pip entfernt. Wir haben also zwei aktive Short-Orders im Markt und das kann ich ja gleich mal markieren. Und jetzt heißt es eben so ein bisschen Hop oder Top, gerade in Verbindung mit den NFP-Zahlen. Wir haben zum einen diesen abwärts gerichteten Trendkanal. Wir haben zum anderen diese wichtige Support-Trendlinie, die jetzt schon zweimal im Zuge zweier großer Korrekturen gehalten hat und diese potenzielle Wimpelunterseite, Wimpelunterkante. Und da wäre es äußerst interessant, was in diesem Bereich macht. Ob wir jetzt wirklich einen Ausbruch sehen aus dieser Wimpelformation, da würde endlich mal wieder Schwung in die ganze Sache hereinkommen und bei dem entsprechenden Retest würde ich dann das Ziel erstmal fokussieren bei circa der Parität, beziehungsweise erst einmal bei circa 1,0330, ungefähr in diesem Bereich oder 1,0350 müssen wir dann schauen. Aber auf jeden Fall brauchen wir hier einen Wochenschlusskurs außerhalb des Wimpels. Ansonsten hat das Ganze nicht Hand und Fuß. Und ja, dann zählt das erstmal nur als Fehlausbruch bzw. als kleiner Ausflug nach außen. Natürlich wäre das wieder ein sehr, sehr schönes Long-Einstiegssignal, wenn wir beispielsweise bloß auf Tagesbasis oder auf H4-Basis einen kleinen Ausreißer sehen, hier unter diese potenzielle Wimpelformation, vielleicht in Kombination mit dieser Trendkanalunterseite. Und dann schließt der Kurs wieder drin und da könnte man schön hier long gehen, könnte die Fehlausbruchsimpulse, die bullischen Fehlausbruchsimpulse dann nutzen und in Richtung Wimpeloberkante bzw. Daily 200, 237er IME traden. Also hier im Euro-US-Dollar noch nichts entschieden, US-Dollar allgemein noch nichts entschieden. Wir warten morgen mal auf die NFP-Zahlen und dann wissen wir, wer. Nächste Woche können wir uns dann wieder weiter darauf einstellen bzw. weiter in US-Dollar paaren traden. Wir haben ja auch noch den Cable und den Aussie und den Kiwi und da muss jetzt mal eine Entscheidung her, damit hier endlich wirklich mal was passiert und vielleicht helfen uns die NFP-Zahlen am morgigen letzten Handelstag der Handelswoche da weiter. In diesem Sinne danke ich nochmal allen, die sich bereits für den August jetzt angemeldet haben mit Coaching. Es ist wirklich sehr, sehr viel diesen Monat, mehr als den Juli. Das liegt vielleicht auch daran, dass jetzt einige schon im Urlaub waren. Und möglicherweise, wer sich jetzt noch neu anmelden sollte, könnten wir vielleicht den Beginn noch irgendwie diesen Monat reinquetschen, wenn noch der ein oder andere Coaching-Teilnehmer, der eigentlich diesen Monat dran wäre, noch 2 Wochen im Urlaub ist. Da müssen wir mal sehen. Das ist immer ganz günstig in der Urlaubssaison. Da kommt immer noch ja, ein, zwei Termine, wo man ein Coaching legen könnte, eine Coaching-Einheit wird dann immer noch frei. Und ansonsten, wie immer, gilt die Aussage, bitte bis Mitte des laufenden Monats melden, damit man im laufenden Monat noch anfangen kann. Ansonsten wird es auf keinen Fall mehr was diesen Monat. Gut, in diesem Sinne noch einen schönen Trading-Tag. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, tschüss.